Vorbereitungsturnier für die neue Saison, das Futsal Masters Turnier, hat prominente Gäste am Start. Unter anderem auch die Panthers mit ihren zwei Nationalspielern Michael Meyer und Onur Saklam. Und auch ein Neuer ist im Team. Das ist Elias Saad von Sparta Futsal Hamburg gekommen. Auch er wurde nominiert für die Nationalmannschaft und verstärkt somit das HSV-Team ungemein im Meisterkampf. Letztes Jahr gepatzt gegen Weilendorf, dieses Jahr soll es besser werden. Wir warten natürlich im Finale. Gegner ist Fortuna Düsseldorf und klarer Underdog. Die Panthers von rechts nach links in schwarz gekleidet gegen die Düsseldorfer in rot. Die erste Chance für die Hamburger. Onur Saklam sieht Zitziskin, der verpasst zum ersten und zum zweiten. Die Latte verhindert die Führung nach wenigen Sekunden. Die Panthers drücken aber weiter. Saklam, feiner Ball auf Meyer, steil auf Zitziskin. Jetzt hat er sein Tor. Zitziskin spielt nicht nur bei den Panthers mit Meyer zusammen, sondern ist auch sein Teamkollege im Fußball beim Landesligisten Vorwärts Wacker Billstedt. Nach 5 Minuten wird es auch mal vom HSV-Kasten gefährlich. Ben Haller verpasst knapp. Im Gegenzug wieder die Hamburger. Das ist Dieterich und was ist das für ein Zuckertor? 6 Minuten von insgesamt 20 gespielt und der HSV macht kurzen Prozess mit den überforderten Düsseldorfern. Paar Minuten vergangen, der HSV behält die Oberhand. Saklam auf Zitziskin und das nächste super Tor. Da sieht die Hintermannschaft alt aus. Zitziskin mit seinem zweiten Treffer nach bereits 13 Minuten. Saklam passt tief in die Spitze und Zitziskin macht es dann auf seine eigene Art und Weise. Da nur noch 7 Minuten auf der Uhr stehen, spielt Düsseldorf nur mit Flying Goalkeeper und das geht schief. 4:0. Jetzt trifft auch Michael Meyer. Da wollten die Düsseldorfer es schnell machen, vertändeln den Ball aber im Vorwärtsgang und Meyer versucht es dann einfach mal und mit seiner Futsal-Routine ist das auch kein Problem für den Nationalspieler. Das Spiel scheint gegessen. 6 Minuten sind noch zu spielen. Murat Ben Haller ist ganz frei auf der rechten Seite und nagelt das Ding in den linken oberen Knick. Anschlusstreffer. Ist da vielleicht nochmal ein Comeback möglich? Jetzt presst Fortuna, Hamburg steht hinten drin. Nächste Chance und da ist das 2:4. 17 Minuten gespielt, es sind noch 3 Minuten zu spielen. Arne Dübler verkürzt den Abstand. Jetzt müssen die Hamburger aufpassen. Fortuna wirft alles nach vorne und muss natürlich aufpassen bei eigenen Fehlern. Wie hier, Dieterich ahnt den Ball und sprintet vorbei zum 2:5. Dieterich mit seinem zweiten Treffer. Das war's. 19 Minuten gespielt. In einer Minute kann Düsseldorf nicht mehr 3 Tore schießen. Im Gegenteil, Hamburg macht mit dem Schlusspfiff nochmal das 6:2 und den Deckel drauf. Die HSV Panthers holen sich verdient den Pokal. Im Nachhinein wird der Düsseldorf-Torwart noch zum Torwart des Turniers gewählt und Michael Meyer von den Panthers zum Spieler des Turniers, den wir hier auch nochmal im Interview haben. Also ich denke, wir haben ein ganz gutes Turnier gespielt, dass es so hoch wird. Haben wir uns vielleicht verdient. Der Gegner war halt auch sehr gut. Wir haben das trotzdem, denke ich, ganz gut gemacht. Wir konnten neue Spieler dazu gewinnen, junges Blut. Die haben frischen Wind reingebracht. Es hat Spaß gemacht, heute mit denen zu zocken. Und ich glaube, damit sind wir auf einem guten Weg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.